Ein herzliches Narinaro vom großen Montagsumzug hier in Gottmerding. 55 verschiedene Gruppen aus der Region sind hier zusammengekommen, um heute zu feiern. Die Stimmung ist super und so langsam wird es hier richtig laut um uns herum. Ja, um uns rum stellt sich alles auf und wir gehen gleich mit Beginn des Umzugs für Sie auf Stimmenfang. Gottmerdingen ist jedes Jahr am Rosenmontag Anlaufpunkt für viele regionale und überregionale Narrenvereine. Die Weißbierhexen aus München hatten jedoch mit Abstand den längsten Anfahrtsweg. Sie sind am weitesten angereist hier heute für den Umzug. Woher kommt es? Ja, weil wir einfach die tolle Stimmung hier im Hegau erleben wollten und weil wir einfach Spaß haben wollten, schon seit schmutzigen Donnerstag hier sind bis Aschermittwoch. Und wir grüßen alle in Bayern zu Hause und in München ein dreibegreifliches Weißbier-Hexe! 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 Vor dem närrischen Treiben war auch unsere Reporterin Raya nicht sicher. Auf einer Leiter wurde sie ordentlich durchgeschüttelt. Gott, hoffentlich geht das jetzt nicht die ganze Zeit so hier. Um den Nachwuchs muss sich in der Fastnet auch keiner Sorgen machen. Hinter den zum Teil grimmigen Masken verstecken sich oft auch ganz junge Narren. Ja. Willst du uns mal erzählen, ob es dir hier Spaß macht und wie es so ist, als Monster rumzulaufen? Ja, es macht schon viel Spaß. Also ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also ich bin mit meiner Mutter hier angetreten, mit meinen zwei kleinen Brüdern. Und es macht schon voll Spaß. Auch wenn der Zuschauerschnitt vom letzten Jahr nicht ganz erreicht wurde, waren die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder sehr zufrieden mit dem Ablauf der Veranstaltung. Der Umzug war toll, das Wetter hat ja gepasst, es ist rechtzeitig noch einigermaßen schön geworden, es hat nicht geregnet. Es waren insgesamt über 2000 Hästräger, war ein großer Erfolg für uns dieses Jahr. Sehr viele neue Gruppen waren dabei, das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Zuschauer rechnen wir mit knapp 15.000. Rund zwei Stunden lang verwandelten die Narren das sonst so ruhige Gottmerdingen in eine echte Narrenhochburg, in der sowohl die Narren wie auch die Besucher voll auf ihre Kosten gekommen sind. Ja, das waren sie, die bunten Bilder hier vom großen Montagsumzug in Gottmerding. Wie ist denn dein Fazit? Es hat Spaß gemacht, viele verschiedene Wegen definitiv und sehr, sehr viele Hexen, die mir ein bisschen Angst gemacht haben, aber ich habe es überstanden. Ja, das stimmt, das kann ich bestätigen. Die Stimmung war auf jeden Fall super. Wir gehen jetzt auch noch mal ein bisschen unter die Leute und genießen den Rest vom Tag. Nari! Naro!